Sieben interessante Fakten über Marlene Dietrich. Der volle Name der Schauspielerin war eigentlich nicht Marlene, sondern Marie Magdalene. Marlene Dietrich war nicht nur Schauspielerin und Sängerin. Sie schrieb Gedichte, die ihre Tochter dann nach Dietrichs Tod als Sammelband mit dem Titel Nachtgedanken veröffentlichte. Als Marlene Dietrich 1917 zum ersten Mal auftrat, spielte sie die Rolle einer jungen Violinistin in einem Konzert des Roten Kreuzes. Sie war mit Ernest Hemingway eng befreundet, die beiden standen im Briefwechsel. Bis zu seinem Lebensende schickte der Schriftsteller die Entwürfe seiner Werke an Dietrich. In Berlin kann man den Marlene-Dietrich-Platz besuchen, wo sich übrigens auch die Deutsche Kinemathek mit ihrem bedeutenden Filmarchiv unter anderem auch zu Marlene Dietrich befindet. In der russischen Filmgeschichte war Lyubow Orlowa eine Filmschönheit und Modeikone, vergleichbar mit der Dietrich. Manche Kinokritiker meinen, dass der besondere Dietrich-Stil für Orlowa von ihrem Mann und Filmregisseur Grigori Alexandrow nachgeahmt wurde. Er lernte Dietrich auf einer Reise durch die USA kennen. 1960 gastierte die weltberühmte Aktrice in Russland und besuchte übrigens sogar Lyubow Orlowa. In Moskau traf die deutsche Schauspielerin ihren Lieblingsschriftsteller Konstantin Paustowski, dessen Kurzgeschichten sie sehr mochte.